Moin Moin, mein Name ist General Heinrich. Heinrich, nicht Heinrich. Heinrich, immer noch. So, Schlacht von Shiloh, Tag 2, 7. April 1862. Wir haben standgehalten. Na sicher haben wir das. Aber der Kampf ist nicht vorbei. Die Rebellen sind bereit, uns erneut anzugreifen. Sie wissen aber wahrscheinlich nicht, dass unsere gesamte Verstärkung jetzt hier ist. Hallo, welche Verstärkung? Meine Männer sind komplett aufgerieben. Ich habe keine Leute mehr. Das wissen die wahrscheinlich. Wir können einen Gegenangriff starten und sie vom Schlachtfeld vertreiben. Ja, sicher. Mit welchen Einheiten, sage ich es nochmal? Können wir ins Lager gehen? Oh, da könnten wir. Das könnten wir. 4000 Mann haben wir noch. Baxter ist fast aufgelöst. Ja, ihr seht, es ist, ich vertraue einfach mal auf die Verstärkung, glaube ich. Ich riskiere es, komm, let's fun. Das wird klappen. Wenn nicht, hau dich gleich rum. Können wir speichern? Nein, können wir nicht. Verdammte Axt. Ja, dann bin ich mal auf der Verstärkung gespannt, also die wir haben. Ach, das ist einmal das komplette Schlachtfeld runter. Wir haben gestern verzweifelt gekämpft und konnten Pittsburgh Landing halten. Unsere heldenhaften Kämpfer machten den Vorstoß der Rebellen ein Ende. Jawohl. Alle Brigaden von General Buell sind da. Jetzt können wir einen Gegenangriff starten, um die Konföderierten vom Schlachtfeld zu vertreiben, ja? So, halten Sie Pittsburgh Landing, halten Sie Shiloh Kirche, angefochtenes Bane. Und die Punkte haben wir ja schon gar nicht mehr, weil wir uns zurückgezogen haben. Scheiße. So. Das heißt, diese Männer hier sind jetzt mein Kapital. Machen wir hier rum. Hier, Kirk und Gibson. Hier rum. Was haben wir da noch? Hä? Was ist hier passiert? Wer hat denn diese Armee so komisch aufgebaut? Ich war es nicht. So, ihr habt noch über 1000 Mann, das heißt, ihr müsst in den Kriegsdienst hier rüber. Und die ganz Kleinen lasse ich erstmal in Ruhe. So, ich schwung mal ein bisschen vor. Reichen die kleinen Einheiten hier überhaupt? Ich hoffe. Habe ich noch Kavallerie? Da, Jackson ist fast aufgerieben. Scheiße. Hier, was ist denn ein Wagner? Wagner-Pizza, komm her. Komm hier rüber. Und ich nehme euch Jackson nochmal. Da ist Kavallerie, die muss weg. Und trotzdem Mühler? Komm mal hier außen rum. Vielleicht reicht es ja, wenn wir einfach die Punkte einnehmen. So. Die haben ja echt noch starke Einheiten hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, dann Kanonen. Ran. Oh, hier ist Franklin. Da ist noch eine Kavallerie. Komm mal hier rüber. Genau, auf die Kanonen, die stören. So, Baxter, einmal hier hin. Diese kleinen Einheiten rein. Konföderierte gesichtet.
Ja, die sind motiviert. So, Jackson holt die Kanonen. Kanonen. Franklin die Kanonen. Klasse Kanonen. Pause, was ist denn hier passiert? So, warum bewegen sich nicht? Oh, hier haben wir noch ein Garfield. Komm mal her. Aber rucki zucki. Hier haben wir noch ein Force. Wir haben hier noch so kleine Einheiten, die ich einfach nochmal als Unterstützung hier mit reinpacke. Ne? Und bei er wird hier gleich der McDowell, den ich mir aus Washington anliefern lassen habe, der wird gleich laufen. Mel Gibson, ihr geht dahin. So, der Rest wird jetzt hier mal ein bisschen die Seite aufräumen. Oh nein, das ist falsch, das ist falsch. Oh nein, 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 das war falsch. Zurück, Kavallerie, zurück. Kavallerie dahin. Jetzt habe ich Scheiße gemacht. Hier hin. Die anderen wollte ich hier weiter runterziehen. So. Das heißt, McDowell, den schicke ich in den Feierabend. Garfield, bitte übernehmen. Da gibt es Attacke. So, ich glaube, die Kavallerie kann da vielleicht diesen Position, die Position da einnehmen. Halt. Bisher sehen wir hier keine Einheiten. Wagner Pizza, komm mal von hier. Und ihr vier nachlaufen. Scheint wirklich hier keine Einheit zu sein. Weiter rücken. So, einmal Punkt einnehmen, bitte. So, dann einmal aus dem Wald, bitte. Schießen. Union hat Shiloh-Kirche gesichert. Okay. Das heißt... Gibson, nein. Gibson nicht, Gibson nicht, Gibson nicht. Hier, Gibson, einmal von der Seite bitte. Smith, ich zieh raus. Attacke, Attacke, Attacke. Erstmal hier rum, Gibson, du wirst einfach diesen Punkt sichern. So, komm mal her, Kirk. Und du kommst mal da in den Wald. Du kommst da hin. Ich möchte, dass eine Einheit... Komm hier ran. Gibson. Nahkampf. Charge. Feuer. So, Smith, halte den Punkt hier. Komm her. So, ihr drei Spezialisten, wandert doch mal bitte hierher. Und eins, zwei Kavallerie, rennt schon mal... Oh, nein, 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 nein.
Das ist doch, das ist richtig. Könnt ihr den mal wieder nerven? Dann komm nur du erstmal dahin. Genau, und ihr beiden. Nee, hierhin. Einfach mal hierhin positionieren. Ganz einfache Kiste. Reicht's mir ja langsam mit denen da. So, ich lasse die Kavallerie trotzdem erstmal hier und Smith wird einfach hier in dem Wald stehen und sein. Ja, das war's. Hat Feierabend. Darauf wollte ich hinaus. So. Ja, sieht doch gut aus. Aber Gibson möchte ich eigentlich dafür nicht aufopfern. Hier schicke ich nochmal jemand anders hin. Gibson und du. Ihr geht gleich zum nächsten Punkt. Tut mir leid, wenn ihr da einmal querfeld einlaufen musst. So. Charge. Union hat Spain viel gesichert. So, dann will ich einfach mal mutig sein, das da vorne einfach annehmen. Entschuldigung, musste mal mein Kopfhörer kurz beiseite. Mein Ohr hat gepiept. Ja. Oh, schön in den Wald. Und dann ballern wir sie nach und nach hier Richtung Küste. Damit die Kanonen da immer weiter auf die Leute schießen. Na, Hazen hat so schönen Wald. 100% gefällt mir. Und doch keiner von hier hinten kommt. Halt. Ihr habt gut Wald, also halt. Ja, eigentlich eine Verschwendung von Gibson, ne? Weißt du was, machen wir auch. Gibson kommt hier... Ich schicke ihn wieder hoch. Der wird mich hassen. Der wird mich sowas von hassen. So, wir haben dann bei jedem Punkt eine Kavallerieeinheit und eine Infanterieeinheit. So. Kommen wir weiter vor in den Wald. Ne,
Nee, du kannst noch mal richtig ran, na. Einfach mal knuddeln. So, Hazen, komm mal weiter ran. Oh, Krampf am Bein. Nicht gut. Ja, haben wir auch. Fantastisch. Den würde ich dann nochmal hier vorsetzen. Falls die von oben wieder runterkommen. Selber machen wir da auch nochmal vorsetzen. Und ne, ihr müsst da bleiben. So. Da er immer noch. Kriegt er die da nicht weggeballert? Kannst doch echt nicht sein. So, komm mal hier raus, Bruce. Hazen, hier. So, Kirk, komm. Muss doch mal laufen da. Einfach mal ein bisschen töten. Die laufen. Super. Weiter. Jetzt hier auf die Kanonen vielleicht. Die Kanonen sind scheiße. Weiter. Weiter. So, und alle, die hier noch lang kommen, Gibson darf auch noch mal schießen. Ja, schieß ruhig auf die Leute, die mit der weißen Fahne einfach draufballern. Die habe ich nicht gesehen. Die könnte ja grau sein. Grau, weiß, ist alles dasselbe. So, Feuer, ich will die weg hier. Weg haben, die sollen weg. Weiter. Da, Nahkampf. Hier, Kirk, Nahkampf. Wir brauchen da Unterstützung. So, Gibson, Attacke. Hol dir dein. Gibson will's wissen. So. Nee, 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 du nicht. Halt, du nicht. Entschuldigung. Halt, du nicht. Wood hat aufgegeben, ist mir egal, er wird sterben. Ihr dürft, braucht nicht mehr laufen. So, Wood hat aufgegeben. Hast du Glück, ey. Darfst du mal überleben. So. Weiter. Weiter. Kirk, komm. Heute ist ein schöner Tag zum Sterben. Also macht es doch mal. Oh, voller Gegenangriff. Weiter, Gesundheit. Hat sich aufgelöst. Weiter. Weiter, weiter. So, Franklin ziehe ich nochmal ab. Hier hin, damit keiner entkommt. Dann hole ich dich nochmal hier hin. Tut mir leid. Aus dem Wald raus. Niemand soll entkommen. Alle müssen sterben. So, weiter. Holt zu euch. Hier, gerade der hier, der so lange überlebt hat mit seinen 2000 Mann. Und der Zitterforest, der muss auch sterben. So, die nächste Kanone, die Geschichte ist. Hier erstmal auf Forest. Der zittert einfach zu viel. Der geht ja auf die Augen, Mensch. Die haben sie einfach super hier in Richtung des Flusses immer gedrängt. Immer Richtung Fluss. Könnt doch in den Nahkampf gehen. Macht, was ihr wollt, ihr seid. Töten, Hauptsache ihr tötet. Ah, kann sich doch keiner mehr angucken. Schwung mal vor.
Oh, Stays haben wir auch aufgegeben. Ach! Zack! Wird jetzt, ist jetzt leider ein kurzes Video geworden. Das davor war 50 Minuten oder so und jetzt nur 20. Tut mir leid. Ich traue mich gar nicht runter zu scrollen. Wir hatten jetzt 38.000 Mann. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch mit der Verstärkung war. Die hatten 33.000. Ich glaube, das ist 38 nur mit Verstärkung. Ich glaube, wir hatten gerade mal so 30.000. Ich wüsste es jetzt nicht 100 pro. Ich traue mich nicht weiter runter zu scrollen. Ich sag mal, roundabout locker. Ich würde schon sagen 15.000. Na, 10.000. Naja, sagen wir mal einfach 9.000. Das sind ja eigentlich 9.000, sagen wir mal so, ne? Na gut, mit Cavalry, ich weiß nicht, ob es schon drin ist. Ja doch, komm, lass mal 10.000. Aber ein Drittel, habe ich schon richtig geschätzt. Die haben eigentlich richtig viel verloren. Fast ihre komplette Armee. Ne, also 26.000 Infanterie. Das sind, sagen wir mal, fast 30.000. Aufgerundet so grob da mit Kanonen und Kavallerie und vermisst. Ach, vermisst es extra. Naja. Haben aber 10.000 Verluste. Und ich glaube, durch die Mission kriegen wir gerade mal 10.000. Das heißt... Oder ein paar mehr. Nur 14.000. Das heißt, rein Gewinn machen wir 4.700. Ulysses Grant. Endlich mal ein Vorgesetzter. Den packe ich auch gerne hier rein. Für meinen dritten Korb. Der ist für die Brigaden als Verschwendung. Ja, und schade. Wir haben 1.800 Gefangene und kriegen nur 1.000 zusätzliche Rekruten. Wir mussten 800 Leute erschießen, um 1.000 zu motivieren. Ja. Achso, wir haben auch einen Armeekorb jetzt freigeschaltet. Ich würde jetzt, würde eigentlich jetzt Politik weitergehen. Ich weiß, man sollte erst eine Sache machen. Warte mal. Bei 4 kriegen wir was? Gucken, hat sich da was geändert? Irgendwie nicht. Na gut. Ich hätte mich noch gern mehr Politik. Ah, ich brauche mehr Geld und mehr Leute. Jetzt habe ich erstmal meine 10%. Dann gehen wir hier weiter. Ich glaube, hat sich da jetzt wieder was geändert. Wir übernehmen mal. Yes, sir. Yes, sir. Nee, immer noch nicht genug. Aber ich wollte ja, wie habe ich ja gesagt, ich wollte ja hier Punkte haben, dass wir 10% halt mehr Geld und mehr Rekruten kriegen. Dann lassen wir das erstmal so. Packen noch ein bisschen was im Truppenteil rein, bis wir die Truppen, sage ich mal, hier nochmal bei den Divisionen Punkte haben. Dann können wir wieder gerne Politik was reinstecken. Wirtschaft würde ich erstmal weglassen. Oder Medizin vielleicht auch. Ich weiß, ihr habt mir ja geraten, immer einen Balken voll zu machen, aber... Zurzeit kriege ich 0 Soldaten wieder. Oder nur, ja, 2%. Da werden vielleicht 10%, war aber, glaube ich, voll. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall bin ich mit der Politik erstmal glücklich. Aufklärung und Nachschub könnte man noch ein bisschen was machen. Wie gesagt, ich weiß, ihr sagt, ich soll immer einen Balken voll machen. Ich bin gerade immer überlegen, ob ich das ein bisschen aufsplitte. Vielleicht nochmal den nächsten Punkt in Truppenteil, dann ein, zwei Sachen in Nachschub, dass wir da vielleicht 10% zusätzliche Munition kriegen. Und dasselbe vielleicht mit Medizin. Ich bin auch am Überlegen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne eine Nachricht oder ein Like, würde mich sehr freuen. Die Kriegsglocke könnt ihr auch benutzen. Und auch hier kriegen wir neue Leute. Neue Leute, neue Freiwillige. Zur Not. Können wir jetzt ein paar Offiziere kaufen? Oh ja, endlich wieder genug Offiziere. Ich habe einen hohen Bedarf davon. Also, wie gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!